Ja, hallo liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Bei The Snow, besser gesagt, oder so, keine Ahnung. Ja, im letzten Part haben wir hier aufgehört, haben die Flairgun geholt, haben hier nochmal eine kleine Pause eingelegt. Und heute, ja, was kann man eigentlich heute machen? Also wir könnten nach Hause gehen, wir könnten auch nochmal schnell noch was anderes erledigen, ne? Also wir haben noch einiges offen eigentlich. Ja klar, wir müssen die Hütte eigentlich noch fertig bauen. Und warte mal, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen jetzt mal, komm. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Da haben wir noch mal ein bisschen hier so quasi einen Sinn, hier dieses Gebiet zu erkunden. Oh, eine Spähtasche haben wir uns auch noch gar nicht gemacht. Okay. Ja. Ja, stimmt, der Dave. Weil ich ja im letzten Part ja irgendwie erwähnt hatte, dass die Hülle dort ja noch nicht zu sehen ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das vergessen konnte, ne? Die muss ja aufgesprengt werden. Das hat der Dave in die Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Da merkt man schon, wie lange das eigentlich her ist, seitdem ich den Boss da besiegt habe, ne? Das ist ja jetzt schon über ein Jahr her, glaube ich. Ja, das ist ja so eine Kleinigkeit, die vergisst man mal wieder. Also keine Sorge, ich habe den Boss eh schon ein paar Male besiegt. Wir haben das Ende ja so auch schon hier ein paar Male gemacht, aber das mit dem Höhenausgang, das habe ich jetzt vergessen. Jetzt weiß ich das zum Glück wieder. Ja. Ich habe schon wieder viel zu viel Amnesia gespielt. Ja gut, Justine ist ja vorbei, ne? Wie gesagt, wann Machine for Pigs losgeht, weiß ich noch nicht. Wobei ich da, glaube ich, bei Amnesia, glaube ich, noch was anderes gefunden habe. Und ja. Oh, das war ein Reh. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in die Richtung, ne? Weil ich möchte gerne heute noch was erledigen, was mir gerade eingefallen ist. Wir haben ja noch zwei Wasserhöhlen und eine davon möchte ich heute gerne noch abschließen. Übrigens der Fauvle, also der Pascal, der hat da unter dem Pools-Video ja mal einen Kommentar geschrieben, dass er mal, weiß nicht, dass er es so mag, dass ich mal ein bisschen Abwechslung mal mit reinbringe. Ja, also ich werde halt in Zukunft mal gucken, ob ich halt auch nochmal so ein paar andere Spiele bringen kann, als mal jetzt nur Forest, ne? Also klar, Forest ist halt so mein Hauptfokus hier auf dem Channel, aber ja, Forest 1 wird ja auch bald enden. Und da wird auch nur noch Sons of the Forest laufen und naja, das wird jetzt auch nicht mal 24-7 laufen, ne? Da wird dann auch mal was anderes dazwischen kommen. Also es kann halt auch mal sein, dass mal 2, 3 Monate lang vielleicht mal kein Sons of the Forest kommt und dann dazwischen um was anderes, ne? Das ist dann höchstwahrscheinlich dann möglich. Wobei ich glaube ich sogar, wenn zum Beispiel mal Sons of the Forest nicht kommen sollte, habe ich glaube ich sogar ein anderes Survival-Spiel gefunden, was ich mir gerne mal angucken will. Was eigentlich recht interessant aussieht. So, wir sind hier gerade in so einer Ecke, wo ich eigentlich ehrlich gesagt fast nie so wirklich lang laufe. Muss ich mal sagen. Komm, ich mach mal ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Slender Forest. Oh, da schwächelt die Batterie mal wieder. Ja, also wie gesagt, zwischendurch werde ich halt auch mal ein bisschen mal was anderes mal mit reinbringen. So wie momentan jetzt. Ne, mit Pools und Transportfieber und Amnesia halt, ne? Deswegen ja heute und gestern ja kein Sons of the Forest kam. Oh, da wird schon hell, okay. Alles klar. Ach ja, stimmt, das ist hier übrigens so eine Gegend, wo man sogar Wildschweine finden kann. Da war ja was. Aber hier an diesem Strand hält sich sowieso fast niemand auf. Also von daher.
Ja, gut, an sich gibt es hier drüben auch nichts Interessantes irgendwie. Also, man kann das Gebiet eigentlich schon ignorieren, bin ich der Meinung. Ja, gut, es gibt hier so ein einsames Totem da drüben. Warum es da ist, keine Ahnung. Es ist einfach da. So. Naja, gehen wir mal weiter. Während der Typ mal wieder am Atmen ist. Ja, wie gesagt, wir sind ja auf der Suche nach der Unterwasserhöhle. Die befindet sich ja irgendwo auf der Seite. Da müsste. Was war denn da drinne gewesen? Die Schildkrötenbahn? Ich glaube, da war die Schildkrötenbahn gewesen. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Könnte sein. Ich laufe mal weiter ein bisschen an diesem Strand entlang. Habe ich ehrlich gesagt so gut wie noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, dieser Strand hier, der ist für mich irgendwie so ein Gebiet. Hier laufe ich eigentlich wirklich fast nie lang. Ist mal was anderes tatsächlich. Aber guck mal, so sehen wir auch mal so Teile von der Insel, die man sonst normalerweise eher nicht so besucht. Ist ja auch mal was Besonderes. Na, da geht's schon wieder nach oben. Ach stimmt, da oben geht's auf dieses Plateau. Da haben wir schon mal gebaut, damals in Staffel 5 war das. Mit dieser geilen Hütte. Wo wir, glaube ich, sogar die Kirche sogar, glaube ich, gebaut hatten. Innen drin. Ach, guck mal, da hinten sehe ich schon die Stelle, wo ich privat mal gebaut hatte. Wo ich mir diese Base-Tour vor ich mal als Video gezeigt hatte. Das war da drüben. Und es kann übrigens auch vorkommen, dass Eingeborene, das habe ich schon mal gesehen tatsächlich, dass Eingeborene sogar mal hier langlaufen. Das habe ich schon mal gesehen tatsächlich. Aber das ist ultra selten, glaube ich. Aber das habe ich tatsächlich schon mal beobachten können. Das ist wirklich, sehr selten. So, dann gehen wir mal hier lang. Ach, da haben wir Bambi, okay. Ja, generell, die Ecke ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, um eine Base zu bauen. Zum Beispiel da drüben hier mit ein paar mehr Bäumen. Dass man da drinnen baut, weil hier in dieser Gegend hier sind nicht so viele Eingeborene unterwegs. Also hier kann man eigentlich schon in Ruhe bauen. Was das denn machen? Wir machen jetzt mal ein Boot. Wir machen jetzt mal ein Floß. Oder wir könnten uns eigentlich auch gleich mal ein Hausboot machen. Weil guck mal, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ja, da können wir nicht mehr, nämlich auch optimal darauf speichern und können mal so eine richtige Seefahrtsrunde mal machen. Ja, aber man sieht schon 40 Baumstämme, das ist schon, ja, da müssen wir ein bisschen schleppen für. Aber so ein Hausboot finde ich eigentlich ziemlich cool, da kann man schon echt viel Spaß mit haben. So, Timber. Ja, Seil und Stick sind natürlich kein Problem, ne? Bei Klau findet man ja so in unzähligen Mengen hier. Wir haben ja, glaube ich, noch über 300 Stück von den Dingern.
Und ich glaube, im Hauptdorf liegt immer noch Clove herum, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Also an diesen Kleiderständern sage ich immer, oh, cool, das ist ein Regenbogen. Ja, da unten. Also wenn es um Clove geht, da, ja, da müssen wir ehrlich gesagt jetzt erstmal nichts einsammeln. Naja. Aber wir bauen jetzt einfach mal heute ein Hausboot. Und dann versuchen wir noch den Bauplan zu besorgen. Dann können wir den nächsten Part dann, ja, nach Hause dann mal gehen. Dann bauen wir da noch ein bisschen weiter und dann machen wir dann noch die restlichen Höhen dann langsam alle fertig. Also so diesen Mischmasch bauen, Höhen erforschen, dann langsam zum Finale hinzugehen. Wir müssen ja auch noch die Keykartenhülle machen. Ganz wichtig. Die dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, eigentlich könnte ich jetzt sogar mittlerweile schon wieder die normale Rüstung mal wieder anziehen. Ja, mache ich, denke ich mal, gleich. Oder später. Ja, hier dauert das ein bisschen. Ach, da liegt auch noch einer. So, machen wir erstmal hier. Ich würde mal sagen, wir fällen erstmal generell ein paar Bäume. Ja, aber der Typ hat leider keine Ausdauer gerade. Mal gucken, ob da jemand kommt. Nee, ich glaube eher nicht. Also wie gesagt, das können hier mal gelegentlich mal welche vorbeikommen, aber grundsätzlich ist es immer eher ein bisschen ruhiger hier. In diesem Waldstück hier. Aber na gut, da drüben geht es halt auch nicht weiter, ne? Das heißt, ja, die kommen dann, wenn dann eher vielleicht, um da mal lang zu laufen. Aber wie gesagt, da drüben an sich ist da fast gar nichts mehr. Da lohnt sich jetzt so eine Patrouille, glaube ich, nicht wirklich. Also ich glaube, es kann halt auch mal passieren, dass man mal so vielleicht 5 bis 10 Tage mal vielleicht mal keine Eingeborenen hier sieht. Ich glaube, das hatte ich mal gehabt hier. So, einmal Survival, ne? Da haben wir die nun. Wo war denn der? Scheiße, sehe ich den gar nicht mehr. Na, egal. Hauptsache, wir haben ein paar Federn. Wir haben fast die Hälfte. Ja, die muss die Folge. Ich muss die Folge. Ja, die sollte eigentlich schon in einer Stunde draußen sein jetzt. Die soll eigentlich heute noch um 20 Uhr rauskommen. Naja, wenn ich komme zum 21 Uhr heute. Aber nachher nehme ich wieder ein bisschen was auf, ne? Dann passt es alles hier rechtzeitig. Ja, es ist Sons of the Forest die nächsten Tage und so weiter und so fort. Wobei ich mir irgendwie auch immer überlegen bin, ob ich nicht auch irgendwie dazwischen noch was Kleines noch aufnehmen könnte. Aber ich glaube, ich habe da gerade kein Spiel jetzt irgendwie.
Ja gut, aber ich habe ja auch gesagt, ne, ich möchte jetzt auch nicht zu viel aufnehmen. Das Ding ist halt, der nächste Woche beginnt ja schon meine Ausbildung ab Montag, ne? Nächste Woche Montag geht's los. Ja, wobei, eigentlich könnte man diese Woche nochmal so richtig schön was aufnehmen. Vielleicht packe ich doch nochmal was Drittes ausnahmsweise mal rein. Vielleicht was Kleines, keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was nicht so lang ist. Oder vielleicht mache ich einfach das Transportführer-Ding einfach da weiter. Mal gucken. Wie gesagt, ab nächster Woche, da wird es halt ja mit Aufnehmen ein bisschen schwieriger, denn das heißt, am Wochenende muss ich dann auf jeden Fall sehr viel vorproduzieren, auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht kriege ich ja am Wochenende sogar schon das Finale von Forest Hill. Mal gucken. Das könnte ja sein. Aber das weiß ich noch nicht. Aber jetzt bis Freitag schaffe ich das, glaube ich, nicht. Ich denke mal eher so ab Wochenende vielleicht so. Könnte man das vielleicht schaffen. Ich meine, morgen ist ja schon Donnerstag, also. Ja. Noch 13 Baumstämme. Ja, zum Glück haben wir auch sehr viel zum Trinken. Ich habe nur ein bisschen Schiss gerade, dass uns das ganze Fleisch bald wegschimmelt, ne? Ja, das wäre ein bisschen doof. Na gut, dann müssen wir uns halt irgendwie was Neues jagen. Macht ja nichts. Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es schon her ist, seitdem ich mir letztes Mal ein Hausboot im Forest gebaut hatte. Das ist, glaube ich, schon Ewigkeiten her. Ich war mir sogar mal überlegen, ob ich mal so einen kleinen Hafen oder sowas bauen könnte, ne? Könnte man eigentlich auch noch machen. So einen kleinen Mikrohafen oder weiß ich nicht. Ich meine, du kannst da sogar in dem Spiel sogar ein großes Boot bauen, ne? Das ist für mich immer so ein gefühltes Containerschiff irgendwie. Ich meine, du kannst da Baumstämme sortieren und sowas. Kann ich ja mal schnell zeigen. Hier dieses große Floß, da kannst halt so richtige Baumstammlager und sowas draufpacken. Das ist für mich gefühlt wie so ein Containerschiff eigentlich. Könnte man schon sagen, oder? Ich weiß da nicht. Was ist das für ein Geräusch? Achso, ich glaube, das kommt von draußen. Also bei mir jedenfalls. Ich glaube, das ist ein Flugzeug von bei mir hier. Was ich da gerade höre. Also nicht im Spiel, sondern bei mir hier draußen. So, 5 Baumstämme noch. Dann müssen wir halt noch ein bisschen nach da hinten rüber schwimmen und dann haben wir es eigentlich geschafft. Dann gehen wir dann schnell in die Höhle und dann, na, wisst ihr ja schon. So. Ja, stimmt ja, weil wir gerade so ein bisschen über Spiele gesprochen haben. Mir fällt gerade ein, man könnte jetzt zum Beispiel The Infected mal wieder zurückbringen. Das habe ich ja auch schon mal länger geplant gehabt. Dass wir einfach mal in The Infected einfach mal eine dritte Staffel machen. Wobei ich aber nicht weiß, ob das so auf Dauer für den einen oder anderen so spannend sein wird. Aber das Ding ist halt, da sind halt auch, ja, auch Gegner mit drin, ne? Das ist auch so ein Forest-artiges Spiel.
Was aber doch schon ein kleines bisschen anders ist, ne? Das ist halt so eine Mischung aus Forest und Mist Survival, würde ich schon fast sagen. Ja, da hast du halt diese komischen Vampir-Zombies, kannst jagen, bauen. Autsch. Wie kann er von so einer niedrigen Höhe bitte Fallschaden bekommen? Hä? Also, der kann aus einer höheren Sache da runterspringen und kriegt da keinen Schaden, aber von sowas kriegt er Schaden, okay. Das muss ich mir nochmal in der Aufnahme angucken. Also für mich ist Infected gefühlt wie so eine Mischung aus Mist Survival und Forest halt, ne? Und ich meine, du hast ja auch Höhlen und so, ne? Da kannst du halt auch Mineralien und sowas abbauen. Und vieles hier ist mehr. Also. Und du hast halt auch solche Helferlein dort oder andere NPCs wie in. Ne, wie Mist Survival halt, ne? So. Passt der eigentlich hier rein? Ne, der passt hier nicht rein. Ah, der passt hier rein. Da können wir nämlich auch speichern hier drin. Das muss ich auch. Ah, ne, der passt gar nicht rein. Schade. Na, das ist ja doof. Naja, aber so haben wir das Ding mal trotzdem gebaut. Aber man sieht schon, das Ding dreht sich verdammt langsam, ne? So, hallo und herzlich willkommen bei Sons of the Sea. Oder bei The Sea. Heute auf der Suche nach dem Wasserloch. Ich weiß gar nicht, ob das Wasser da zu niedrig ist. Nee, warte mal, wir schwimmen da mal lieber nicht durch. Ich glaube, ich hätte mir doch lieber mal das Floß bauen sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Weil das Floß, das baut man sich schon viel häufiger als das hier. Aber guck mal, so, das ist mal wieder was anderes, ne? Mal ein bisschen so eine kleine Wassertour. Lalalala. Ich finde es auch generell interessant, wie viele kleine Inseln es hier draußen gibt. Da drüben ist schon die nächste. Ich bin auf der Suche nach was anderem. Ich muss halt nur noch mal genau gucken, wo das so war hier. Ich war in dieser Höhle schon seit langer Zeit nicht mehr drin gewesen. Ach, da ist er ja schon. Perfekt. Da war sie gefunden. Da ist der Balken. Übrigens, was auch interessant ist, man kann ja auf dem Balken ja sogar draufstehen, ne? Das geht ja. Kann ich hier vielleicht mal zeigen, wenn es geht. Jo, guck mal, jetzt stehe ich auf dem Balken drauf. Finde ich schon lustig. Da würde ich sagen, tauchen wir mal in die Höhle rein. Boah, solche versteckten Wasserhöhlen würde ich mir für Sons of the Forest auch noch wünschen. Dass du dort einfach so, weiß nicht, irgendwelche weiteren geheimen Schätze oder sowas finden kannst. Das wäre so cool. Also das Wasser hat in The Forest irgendwie echt mehr zu bieten. Ne, auch mit dem Schiffswrack und so weiter. Ne? Das gibt es ja in Sons of the Forest ja leider nicht. Also klar, du hast das Gummiboot so, aber. Weiß nicht, The Forest ist irgendwie. Ist es nochmal besser irgendwie. Muss ich sagen.
Da sind wir nun. Boah, das gigantische Loch, ne? Ja, finde ich bis heute echt cool, dass sie diese Höhe mit hinzugefügt haben. Weil das ist echt mal was anderes, ne? Weil du musst die halt erstmal richtig finden, ne? Okay, es ist die Achterbahn. Wir haben die Achterbahn gefunden. Dein alter Gucci-Koffer. Ach, ich habe den Bankeranzug. Wobei ich glaube ich erstmal... Nee, das ist gar nicht der Pilot. Ich glaube, ich bleib mal der Pilot. Oh, warte mal, warte mal. Da sind ja noch Armbrustbolzen hier in der Höhle. Nee, sieht nicht so aus. Ich frage mich, wer hat das denn eigentlich überhaupt hingebaut? Ah, hier sind noch welche, okay. Da drüben sind bestimmt keine, nee. Na gut, dann machen wir weiter. Ja, wir müssen uns ein paar Mal drehen. Drehen, drehen, drehen. Ja, und das sind halt auch so die einzigen Höhlen in dem Spiel, wo es keine Gegner gibt, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Keine Mutanten, keine Graumänner. Hier ist halt wirklich nichts drin, ne? Außer die Baupläne. Boah, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass draußen schon dunkel ist. Aber mit der Schildkrötenbahn werden wir auch sehr viel Spaß haben später. Und ja, es ist tatsächlich dunkel. Fast dunkel. Wir können ja mal versuchen, da drüben einen kleinen Boxenstopp mal einzulegen. Bevor wir weiter segeln. Vielleicht komme ich ja hier so hoch. Das wird doch eigentlich gehen irgendwie. Ja, komm. Ja, wir haben es geschafft. Da baue ich jetzt einfach mal schnell so ein Temporari. Speichern wir schnell. Und ja, im nächsten Part geht es dann weiter, ne? Und ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann erstmal und ciao mit V.